Es tut weh, dass Alexander den Fürstenhof verlassen will. Ich werde ihn vermissen. Aber wenn es sein muss, ich will doch nicht, dass Alexander und Katharina sich trennen. Wirklich nicht. Ich wünsche den beiden Glück. Auch weil ich dann kein schlechtes Gewissen mehr haben muss, wenn ich mit Christian glücklich bin. Und das bin ich wirklich. Oh, ich freue mich jetzt auf das Frühstück mit ihm. Ist ganz frisch. Habe ich gestern erst gebacken. Oh, das ist ja lieb, danke. Mache ich doch gern. Komm, ich helfe dir. Mhm. Oh. Hallo, Laura. Hallo. Bitte versteh mich, Alexander. Ich kann nicht anders. Du, ich verstehe dich sehr gut. Du liebst mich nicht mehr. Das ist es nicht. Ja? Was ist es dann? Ich muss mir einfach in Ruhe darüber klar werden, was das Richtige für mich ist. Das willst du zusammen mit diesem Maler tun? Mir ist sowas noch nie passiert. Das ist neu für mich. Begreif das doch! Hör auf mit diesem Rumgeeier, bitte! Ich? Und was ist mit dir und Laura? Wie lange musste ich dieses ganze Hin und Her tragen? Das ist Vergangenheit. Das ist vorbei. Bitte, Katharina. Ich liebe dich. Ich liebe nur dich. Verdammt! Du hast dich in Maiwald verliebt, ja? Und du weißt nicht, ob es klappt. Und deswegen möchtest du mich warm halten, auf der Ersatzbank sozusagen. Nein, so ist das nicht. Ach ja? Wie ist es dann? Es ist unfair. Es ist unfair, nicht nur mir, auch ihm gegenüber. Gut, hör mal, wenn du gehen willst, wenn du mit ihm zusammenleben willst, dann tu das. Geh, aber es gibt kein Zurück mehr. Mein Angebot steht. Entweder du gehst mit mir zusammen weg, und zwar heute noch, oder wir ziehen einen klaren Strich. Katharina, jetzt schau mich an. Du entscheidest dich jetzt. Dafür oder dagegen. Dazwischen gibt es nichts. Jetzt hau doch nicht ab. Willst du mir wirklich die Pistole an die Brust setzen? Ich mach dieses Hin und Her nicht mehr mit. Gut. Dann muss ich mich entscheiden. Ich werde dich verlassen. Hallo. Nimmst du Abschied? Sieht so aus, ne? Was ist denn da Leckeres? Frühstück. Ach, noch viel Frühstück. Hier, das ist ein Kuchen von Hildegard. Möchtest du? Danke, ich habe keinen Hunger. Wann fahrt ihr denn? Fahren? Ich fahre nirgendwo hin. Robert hatte gesagt, dass du mit Katharina weggehen willst. Nein. Ich bleibe hier. Katharina geht weg. Wir haben uns getrennt. Sie liebt den Maler. Tja. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ich war. Laura, lässt du mich bitte alleine? Ich will einfach nur hier sitzen. Ja, natürlich. Laura, bitte. Tja, Katharina. Haben wir uns wirklich so getäuscht? Scheint so. Wir haben es immer wieder versucht. Wir können uns nicht vorwerfen, dass wir zu früh aufgeben. Nein. Das können wir nicht. Es ist besser, wie Jesus so schön gesagt, einen Schlussstrich zu ziehen. Ja. Wir haben uns lange genug etwas vorgemacht. Wir haben uns geirrt.
sollte jetzt gehen. Ja. Katharina. Alexander, kannst du dafür sorgen, dass sich unten niemand groß von mir verabschiedet? Ich könnte das nicht ertragen. Das war's dann wohl. Ja. Kannst du noch einen Pagen rufen mit dem Gepäck? Dein Bruder hat's echt drauf. Spitzenmäßige Pastete, die er da macht. Hildegards Kuchen ist auch einfach der allerbeste. Ja, ist echt ein tolles Frühstück, das du da zusammengeklaut hast. Nur für dich. Du hast was. Nee, wieso? Gerade als ich reinkam, die Stimmung zwischen euch beiden war total komisch. Nee. Ich habe nur gerade dran gedacht, was du mir von Alexander erzählt hast. Springt er schon mal über seinen Schatten und will wirklich vom Fürstenhof weggehen und... Trotzdem trennt sich Katharina von ihm. Man kriegt eben nicht immer das, was man sich wünscht. Oder das, was man verdient. Oh. Ich finde, ich habe schon gekriegt, was ich verdiene. Schön, freut mich. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Nein, nein, ist alles gut, danke. Herr Sonnenfeld, was ist denn passiert? Katharina ist weg. Es ist vorbei. Raus. Wir werden uns scheiden lassen. Das ist gut. Ich habe gedacht, Sie beide wollten den Fürstenhof gemeinsam verlassen. Ja, das habe ich auch gedacht. Und wieso dann? Sie wollte ihren Liebhaber nicht aufgeben. Und mich auch nicht. Aber ich wollte klare Verhältnisse. Das hast mit mir gemeinsam. Bitte? Entschuldigung. Also, bei allem Respekt für Ihre Frau, aber verstehen kann ich Ihr Verhalten nicht. Ich schon. Wie bitte? Ich meine, man gibt doch einen solchen Mann wie Sie nicht auf für einen dahergelaufenen Kunstmaler. Alfons, Ihre Loyalität in Ehren. Aber Katharina und ich, die Realität ist, unsere Ehe war von Anfang an ein Fehler. Was? Ja, es gab Schwierigkeiten, aber die gibt's in den besten Ehen. Aber wenn zwei sich lieben, dann... Ja, wenn. Aber sie haben sich doch geliebt.
Das hat jeder gesehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir uns das nur vorgespielt. Vor allem vor uns selber. So glücklich wie Sie und Sie und Hildegard. So habe ich mir das immer vorgestellt. Aber das mit Katharina und mir, das hat einfach nicht funktioniert. Aber vielleicht hätte es doch noch einen Weg gegeben. Egal. Egal, was passiert ist, wir müssen jetzt nach vorne schauen. Ja. Also wenn ich... Alfons, ich... Danke, ich glaube, ich möchte einfach alleine sein. Das ist das Beste für mich. Ja, ist doch verständlich. Oh mein Gott, typisch Tanja Lieberts. Bitte? Ja, hier. Wissen Sie, wie viele Rechnungen ich schon bezahlt habe, weil Sie ständig was kaputt machen? Das war ich gar nicht. Und dann auch noch leugnen. Ist doch typisch. Was ist denn in Sie gefahren? Ich bitte Sie. Tanja. Was ist los? Was gibt es hier? Schau es dir an. Das war sie nicht, ausnahmsweise. Es war ein Gast. Und warum räumt es dann keiner weg? Achim holt gerade einen Besen. Du bist ja völlig durch den Wind. Ist Katharina weg? Ja. Mensch, nimm dir doch einen Tag frei. Fahr in die Berge, lenk dich irgendwie ab. Ist gut, wirklich. Es geht mir gut. Laura, bitte, erst Alfons jetzt durch. Ich weiß eure Anteilnahme zu schätzen, aber ich wäre wirklich froh, wenn ihr mich einfach in Ruhe lasst. Ja. Hey, die Trennung war das einzig Richtige. Glaub mir. Ich hätte euch gewünscht, dass ihr glücklich werdet. Ja. Ich mir auch. Trennungsjahr werde ich wohl abwarten, aber dann... Ach was! Vielleicht ist es sogar gut, dass du Katharina jetzt ein bisschen über die Stränge schlagen lässt. Umso schneller kommt sie zu dir zurück. Man lässt sich doch wegen einer so oberflächlichen Liebelei nicht gleich scheiden. Dass du das so siehst, ist ja wohl klar. Natürlich ist es nicht schön, der Gehörnte zu sein. Umgekehrt wäre besser, aber... Komm, glaub mir, mein Junge. Ein echter Mann verkraftet auch das, ohne dass es seinen Stolz verletzt. Man darf nur nie kampflos aufgeben. Ich habe nicht kampflos aufgegeben. Katharina auch nicht. Wirklich nicht. Aber wir haben uns geeinigt. Es ist gut, es ist vorbei. Ach, so eine Affäre. Ja, das ist doch nur der Auslöser, Vater. Das ist niemals der Grund. Unsere Ehe war schon lange eine Lüge. Einziges Chaos. Das gilt nicht nur für unsere Ehe. Wie meinst du das? Es wird Zeit, dass wir wieder klare Verhältnisse schaffen. Auch geschäftlich. Was willst du damit sagen? Ich denke, es ist das Beste, wenn wir die Fusion mit den Klinker-Emmons wieder auflösen. Ich wünschte, Alexander und ich wären uns nie begegnet. Wenn das zwischen uns nicht passiert wäre, ich wette, Alexander und Katharina wären heute glücklich verheiratet und sie hätten längst ihr erstes Kind. Alles wäre gut. Na, wo warst du denn gerade? In Gedanken. Ganz was Neues. Du machst dir Sorgen, ne? Dass du es immer gleich so siehst? Weißt doch, dass ich deine Gedanken lesen kann. Wie geht's, Alexander? Er lässt mich nicht an sich ran. Verstehe ich natürlich. Weißt du, irgendwie... Was? Ich habe das Gefühl, die beiden hätten eine Chance gehabt ohne mich. Hat dir Alexander den Flo ins Ohr gesetzt? Nein, sowas würde er nicht sagen. Du kannst ja wohl überhaupt nichts dafür, dass deren Ehe gescheitert ist. Das mit euch beiden, das ist viel zu lange her. Ich würde ihm trotzdem so gerne helfen. Ich weiß aber nicht, wie. Das Einfachste ist meistens das Beste. Sei einfach für ihn da.